Das ist sicher nichts für schwache Nerven. Hier in der Rechtsmedizin der Uni Düsseldorf untersuchen die Mitarbeiter eine Leiche. Todesursache unklar, doch so tot scheint der Tote gar nicht zu sein. Denn Patrice Stanko, so heißt die Leiche, ist in Wirklichkeit Schauspieler an der Deutschen Oper am Rhein. Und was hier zumindest für den Laien ziemlich echt aussieht, ist in fast jedem Baumarkt zu bekommen. Die Rippen, damit die auch schön knacken, damit wir die auch gut wegschneiden konnten bei der Sektion, haben wir einen Hartschaum genommen. Das ist das Material, was in den Fenstern verwendet wird. Wenn es einmal ausgehärtet ist, das harte Material, das knackt, das bröselt und das kommt zum Rippenbogen am ehesten. Auch da haben wir probiert mit dem Kollegen von der Rechtsmedizin, was kommt dem am nächsten. 8 Tage haben die Maskenbildner der Oper an dem Silikonaufsatz gearbeitet, der aus Patrice Stanko eine Leiche macht. Innerhalb von nur einer Stunde wurde dem Schauspieler dann die Ganzkörpermaske angelegt. Ich spiele auch in der Oper Leiche oft, ne? In der Walküre zum Beispiel. Da müssen wir 70 Minuten liegen. Und das ist schwieriger eigentlich als das heute. Also ganz still liegen auf der Bühne, das ist sehr schwer. Noch mehr Leichen wird es am 23. und 24. März bei der Make-up-Artist-Design-Show in Düsseldorf geben. Dann nämlich müssen sich die Auszubildenden der Maskenbildnerbranche beweisen und ihre Arbeiten zum Thema Mordopfer präsentieren.